Lieben Brüder und Schwestern, da will man mit dem Zuge mit. Die Zeit ist knapp, man schaut auf die Uhr, man wird aufgehalten und nun wird sie noch knapper. Nun läuft man zum Bahnhof, man bekommt die Karte, man läuft durch den Tunnel und im Augenblick fährt der Zug ab. Man läuft hinter dem fahrenden Zuge her, ist mir schon mal so ergangen, und erreicht noch schweißgebadet im letzten Wagen die letzte Tür. Warum erzähle ich das? Das ist in ewigkeitlicher Beleuchtung die Geschichte des Oberzöllners von Jericho, des Zachäus. Jesus ist, wenn wir die Evangelien lesen, je und dann durch Jericho gezogen. Aber in diesem Evangelium zog er zum letzten Mal durch Jericho. Und nicht Meyer-Müller-Schulz oder irgendeine Rakete, die heute aufleuchtet, morgen untergeht, geht durch Jericho, sondern Jesus geht durch Jericho. Der Seligmacher, der Einzige. Kierkegaard hat gesagt, besser kann ich es nicht sagen. Die einzige Neuigkeit des Erdentages überhaupt. Alles andere ist kalter Kaffee. Jesus geht durch Jericho. Er geht an der Haustür, vielleicht vorbei oder in der Nähe. Und Zachäus hat das gemerkt. Er hat den Riecher. Er war reich. Reichtum beruhigt, macht aber nicht satt. Man kann bei vollen Scheunen verhungern, im Komfort ersticken und ist bettelarm. Wer in seinem Reichtum keine Antwort auf seine Lebensfrage hat oder im Reichtum sie sucht, ist ein betrogener Betrüger. Und der Reichtum war mit Schwägertour erworben. Und Zachäus war offenbar ehrlich genug, sich einzugestehen, dass die rote Lampe, die in seinem Gewissen immer wieder aufleuchtete, wenn er die anderen betrog und er sich einen guten Tag machen konnte, dass die nicht auszulöschen war, dass die mitlief. Er konnte sich nicht so belügen, dass er dabei beruhigt wurde. Das war das Große. Ach, lieben Brüder und Schwestern, damit fängt ja Geschichte Gottes in einem Menschenleben an, bei Luther und bei jedem, bei Wesley und wie sie geheißen haben, bei Augustinus nach einer durchhurten und durchzechten Nacht in Mailand, durch die Gebete der Monika gerufen, wie ich durch die Gebete meiner Mutter. Damit fängt Gottes Geschichte ja an. Paulus sagt dadurch, dass die Sünde sündig wird. Wir wissen alle die Gebote, wir kennen sie. Wir machen die Sünde namenlos. Das alles können wir. Wir können mit psychotherapeutischen Mitteln manches wegradieren und betrügen uns. Das alles ist möglich. Aber die Befreiung kommt nicht. Man schleppt sich immer schwerer mit, bis in den Sarg. Zachäus hatte diese Ehrlichkeit. Hier steht, er begehrte, Jesum zu sehen. Begehren ist ein unwiderstehliches Verlangen. Was du begehrst, das musst du haben. Danach richtet sich alles aus. Ist der Superlativ der Gefühle. Und dies Begehren richtete sich auf eine bestimmte, ja, auf eine Mitte. Er begehrte, ja, was begehrte er? Er begehrte eine Begegnung mit Jesus Christus. Er begehrte zu wissen, wer er wäre. Er wollte sich nicht beruhigen mit dem, was die Schriftgelehrten und Pharisäer über ihn deklinierten. Er konnte sich nicht beruhigen mit dem, was in den Kirchen erzählt wurde, was andere erlebt hatten oder was die Jünger sagten, sondern wisst ihr, wenn man je wissen will, was einer ist,
Das habe ich auch in meinem Leben gelernt. Dann muss man ihm nicht dicke Briefe schreiben. Dann kommt man meistens mehr auseinander. Wenn du wissen willst, was der andere ist, musst du ihm begegnen. Und dann dich ihm ausliefern. Dann musst du die Vertrauensfrage so stellen, dass er antworten muss. Und an dieser Grenze, da meine ich, wartet Gott auf den Menschen. Ich habe einmal in meinem eigenen Leben, im dunklen Keller, als ich am Rande von Nietzsche loskam und durch die Gebete meiner Mutter in den Urzweifel gekommen war, im dunklen Keller mich auf die Rüben geworfen und geschrien, Herr, wenn du da bist, zerbrich mir alles. Aber ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte es wissen. Das eine möchte ich wissen, wer du bist. Ob du wirklich der Erlöser bist. Und Herr, du weißt, wo eine Bindung bei mir liegt. Löse sie. Nimm mir den Geschmack. Das hat der Herr getan. Das war das Erste. Damit fing die Wendung an. Wissen, wer er wäre. Weißt du das? Wenn man das wissen will, muss man etwas tun. Man muss Widerstände überwinden. Oft schwierig. Menschen, die im Wege stehen, vielleicht sogar den Pfarrer. Alles Mögliche. Es ist schlimm, dass uns immer Dinge im Wege stehen, wenn wir zu Jesus wollen. Da passt der Teufel schon auf. Dann legt er Köder. Diese Widerstände zu überwinden, ist oft nicht leicht. Und da muss sich zeigen, ob das Begehren echt ist. Zachäus, es war echt, das Begehren. Er stieg auf einen Maulbeerbaum. Er hatte den Mut, sich zu blamieren. Wetzel sagt, er durchbrach das Gesetz des Menschentums. Er kümmerte sich blitzwenig darum, was die anderen Leute sagten oder dachten. Er lebte nicht in ihrem Urteil, des Schützenvereins, des Kaffeekränzchens, des Kegelclubs. Er durchbrach das alles, was die anderen über mich sagen und denken. Er wollte wissen, wer Jesus ist. Das ist die Voraussetzung zum Finden. Und nun sitzt er da oben auf dem Maulbeerbaum und Jesus geht vorüber. Und wisst ihr, das Unerhörte passiert. Jesus wusste, sagt Johannes, der ihn am tiefsten kannte, was im Menschen war. Jesus wusste, wie das Herz schlug und hörte das ungesprochene Gebet und den verborgenen Schrei, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Und Jesus steht unter diesem Maulbeerbaum still und er, der Unbekannte da oben, er weiß in Sekundenschnelle, wer Jesus ist. Er nennt ihn bei Namen. Zachäus. Ich glaube, dass Zachäus fertig war. Jesus kannte ihn. Und das Zweite, steig allen herab. Und das Dritte, ich muss. Es gibt im Griechischen zwei Begriffe für müssen. Dai und Kre. Dies Müssen ist das göttliche Müssen. Dai. Das hier steht, ist das Müssen auf höherem Befehl. Jesus hat immer auf höherem Befehl gehandelt. Nicht das Müssen, was wir so tagtäglich bei Essen, Trinken, Arbeiten haben. Es liegt in einer anderen Breite. Jesus musste auf höherem Befehl bei Zachäus einkehren, als er zum Kreuz ging. Etwas Unerhörtes. Wer unter uns würde, wenn er gekreuzigt würde, noch Zeit haben für den anderen? Er musste bei ihm einkehren. Und aufsehenerregend, er kehrt ein. Und nun kommt die Stunde mit Jesus. Die stille Stunde, die wir alle haben müssen, durch die wir alle hindurch müssen, lieben Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, wie viele Menschen bei mir schon in der Seelsorge gewesen sind. Aber ich habe noch keinen einzigen gefunden, ob er nun hoch oder tief steht, Rangordnung, gleichgültig, der, wenn er in die Seelsorge kommt, nicht, ja, dann auch etwas verliert, nämlich seine Ehre verliert. Es gibt niemanden, der in die Seelsorge Jesu kommt, der die eigene Ehre retten kann. Die ist verloren. Ich habe noch keinen gefunden in der Beichte, der seine Ehre behalten hätte. Wir begraben sie alle, aber wir bekommen sie echt wieder neu geschenkt. Und von der geschenkten Ehre leben wir alle seit dem Kreuz. Und das ist das Wunder. Diese stille Stunde bei Jesus,
da war die Stunde der Beichte. Ich möchte da zwei Worte drüber sagen, weil hier ja auch von der Bruderschaft, die ich führe, unter den Pfarrern viele sind, die draußen als Beichtväter warten. Und wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann geh dann in die Beichte. Das möchte ich dir raten, wenn du im Kämmerlein kein Echo findest im Gebet, wenn etwas mitläuft in deinem Leben, vor allen Dingen auf dem Sexualgebiet, ich sehe das immer wieder, wie man da, manche Dinge nur los wird durch die Beichten. Alle Homosexuelle, die wirklich frei geworden sind, sind nur durch die totale Beichte frei geworden. Bis heute, kein einziger ist homosexuell geblieben. Die erogenen Zonen verlagern sich. Wir erleben das bei uns auf den Hofen, die Rehabilitation, die verändern sich. Nicht, das ist das Wunder, dass wo Christus das Herz gewinnt, auch der Körper im osmotischen Verhältnis zwischen Körper und Seele eine Veränderung geschieht. Das ist etwas Unerhörtes. Und wir sollten diesen Weg mehr anbieten. Wisst ihr das Erschütternde in unserer Kirche? Das sind nicht die formgeschichtlichen Methoden, nicht die hysterisch-kritische Theologie, die ja überall läuft und wo man fragt, wer Jesus ist, immer tiefer bohrt, aber nur Sand kriegt, nirgendwo weiß, wer er ist. Es gibt keine Möglichkeit, auf diesem wissenschaftlichen Wege zu wissen, wer Jesus ist. Denn Jesus ist das Geheimnis von Raum und Zeit, das sich nur entdecken lässt, nicht mit der Schärfe des Intellekts, wohl aber entdecken lässt, wenn wir aus der Wahrheit sind und seine Stimme hören wollen, wenn wir ehrliche Leute werden vor Gott und Menschen. Das ist die Vorbedingung. Ohne diese Ehrlichkeit gibt es keine Möglichkeit, nicht wahr, Jesus zu entdecken. Nach meiner Meinung. Ja, sogar gewiss. Und nun war diese Möglichkeit, die wurde Zachäus gegeben. Wir sehen das an der Wirkung. Nämlich, dass er bereit ist, da wo sein Herz früher dran hing, Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, sein Geld, dass er 1:4 zurückzahlt. Vielleicht ist er bettelarm geworden, ich weiß es nicht. Aber er hat klaren Tisch gemacht. Nicht? Und ganz Jericho hat auf dem Kopf gestanden, dass dieser Mann das bewies, dass das gewaltigste Zeugnis war, mehr als fromme Worte. Das ist mehr Zeugnis. Dieser Krug, der da bei der Samariterin im Wüstenstand steht. Ich habe einmal eine Predigt von Wilhelm Busch gehört, die ich nie wieder vergessen habe, über den leeren Krug dort in der Wüste, dass eine Frau das Wasser für ihr Mittagessen gar nicht mehr mitnimmt. Dass sie im Erstaunen über die Entdeckung, dass sie alles stehen lässt, alles vergisst, dass die neue Bewegung sich einschaltet. Und diese neue Bewegung, die fehlt in unserer Kirche. Die fehlt überall heute. Das ist die Bewegung, an der die andere abliest, Mensch, da ist was. Ich habe an meiner Mutter das ablesen können, dass sie eine echte Leitung hatte und meine falsch war nach oben. Und das macht unruhig. Ach, dass wir das ausrichten könnten. Und deshalb komm in die Seelsorge, wenn du im Kämmerlein nicht zurechtkommst, wenn dir Dinge nachlaufen im Gewissen. Wenn du irgendwie besprochen bist, oder wer weiß was ich, nicht wahr? Und dann komm in die Seelsorge und beichte echt. Neulich war ich irgendwo und eine Oberkellnerin, die mich da im Hotel bewirtete, und weil da so viele Menschen kamen zur Seelsorge, da fragte die plötzlich, es war in Augsburg, Herr Pfarrer, warum kommen die Menschen alle so zu Ihnen? Alles sitzt voll. Ich sage, ja, wahrscheinlich nicht wegen meiner Visage. Sie lachte und sagte, naja, ich sage, ja, weshalb kommen die wohl? Ich sagte, naja, sagte sie, die wollen wohl beichten. Ich sage, sie haben es erfasst, evangelische Beichte, unterm Kreuz suchen die. Sie guckte groß, was ist das? Ich sage, sind Sie katholisch? Jawohl. Sagen Sie mal, gehen Sie auch zur Beichte? Ja, zweimal im Jahr. Gehen Sie echt hin? Ja, wie meinen Sie das? Ich sage, das meine ich ganz einfach, ich will es Ihnen mal im Bilde sagen, ich will mal annehmen. Gesetzt der Fall, Sie hätten eine Kuh geklaut. Haben Sie natürlich nicht geklaut, nicht? Aber wir wollen das mal annehmen, Sie hätten eine Kuh geklaut. Und wenn Sie eine Kuh klauen, dann müssen Sie einen Strick ja auch haben, denn die Kuh läuft ja nicht von selbst. Sie haben ja keinen Magnet im Bauch hinter Ihnen her. Sie müssen die Kuh mitführen. Ja, ist richtig. Ich sage, nun, gehen Sie zum Beichtvater. Zu wem gehen Sie? Zum Dekan? Nein, da gehe ich lieber nicht hin. Wenn ein Fremder kommt, ich sage, ist völlig klar, nicht? Und
Ja, wenn Sie da nun hingehen in die Beichte, beichten Sie echt? Ja, wie meinen Sie das? Also mit der Kuh die Geschichte. Beichten Sie, dass Sie einen Strick geklaut haben und vergessen die Kuh? Oder beichten Sie den Strick und die Kuh? Das ist die Frage. Sie rutschte und sagte, ja, Herr Pfarrer, wenn ich ehrlich bin, ich habe immer nur die Stricke gebeicht. Ich habe ihr gesagt, glauben Sie, dass der liebe Gott, der Herr Jesus, darauf reinfällt? Auf so einen Trick? Nein, Sie müssen echt kommen. Die Sündenfrage ist ja seit Golgatha getilgt. Ist ja in Ordnung, aber Sie müssen echt kommen. Und wenn Sie nicht echt beichten, ist die ganze Beichte im Eimer. Kommen Sie doch endlich einmal ehrlich. Sie hat dann bei mir gebeichtet. Nicht, wisst ihr, das sind die Gelegenheiten. Zachäus hat echt gebeichtet. Und in dieser Beichte passiert etwas, das kann man schwer erklären. Kierkegaard, dem ich viel danke, hat gesagt, es ist im Letzten ganz gleichgültig, was für eine Theologie gerade zeitgemäß nahe ist. Man soll sich darüber nicht aufregen. Oder über eine Philosophie von Sartre bis Camus, wo immer wieder dialektisch manche Meinungen geändert werden. Die können ja immer nur dialektische Wahrheiten aussagen, aber nie die Wirklichkeit deuten. Das stimmt. Und Kierkegaard sagt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wissen, wer Jesus ist. Man muss ihm das Geheimnis, das personhafte Geheimnis von Sünde und Schuld ausliefern. Und zwar ehrlich. Billiger kannst du es nicht haben. Es hat ihm alles gekostet, die Krone seiner Gottessohnschaft. Er wurde meine Sünde, dass ich würde Gerechtigkeit Gottes, der Allerverachtetste und Unwerteste. Und deshalb kann der Herr erwarten, wenn du selber nicht im Kämmerlein zurechtkommst, dass du zu einem Beichtvater gehst und dann ihm beichtest, der unter dem Beichtsiegel steht. Nicht wahr? Das ist wohl selbstverständlich. Wie viele Morde sind mir in meinem Leben schon gebeichtet? Ihr versteht mich, dass wir diese Gelegenheit haben. Die Armut unserer Kirche ist die Armut an Seelsorge. Im selben Maße, wie die Seelsorge versagt, wächst das Heer der Psychotherapeuten. Eine erschütternde Tatsache. Und seht, Brüder und Schwestern, da liegt etwas bei uns im Argen. Der evangelische Beichtstuhl, es ist dem Teufel gelungen, den evangelischen Beichtstuhl in der Reformation, Luther hat es nicht gewollt. Bei ihm war die Beichte sogar noch Sakrament. Weithin. Aber er ist ad acta gestellt. Und seitdem haben wir dieses Unglück, den Pluralismus, der nicht mehr der dämonische Wand ist. Wo man immer wieder bohrt an falschen Ecken. Immer wieder wissen will, wer Jesus ist, auf falschen Wegen. Und immer nur im Sandbohren endet. Der einzige Weg, der gewiss zum Ziele führt, ist, dass du echt kommst. Ganz gleich, ob du verhurte Hände hast, ob du Abtreibungen gemacht, ob du mit Fiedig abgegeben hast. Och, was muss man hören? Nicht wahr, alles, wenn ich die Jungs vom Hof höre, was ist alles in dieser Welt möglich? Welche Höllentiefen tun sich da auf? Was liegt alles im Menschen verborgen? Aber du musst ehrlich kommen, du wirst dich sonst nicht los. Und deshalb möchte ich diesen Abend die Minute dazu nutzen, zur Beichte zu rufen. Wenn du angesprochen bist, irgendwo in deiner vergifteten Fantasie, in deiner stinkigen Selbstverliebtheit, dass du dich immer mitschleppst und immer wieder dich setzen willst und doch nicht kannst. Ja, wenn du fromm oder unfromm, mehr oder weniger doch eine gelebte Lüge lebst. Wisst ihr, man muss sich loswerden. Das Herrlichste bei Jesus ist, dass man sich bei ihm abgeben kann. Dass hier die Vergangenheit in Ordnung kommt. Nicht, neulich war eine Mädchen bei mir, sie hat mir die Beichte freigegeben, die bei 9 Psychotherapeuten gewesen war. Sie hatte ihre Mutter, weil da unliebsame Dinge bei ihr passierten nach dem Schlaganfall, die ganzen Schlaftabletten gegeben und die war Viertelstunde drauf tot. Kein Psychotherapeut konnte das wegwischen. Der Sarg schrie immer weiter. Ihr Gewissen kam nicht zur Ruhe. Sie ist zum Frieden gekommen und am Kreuz Christi. Nicht? Und ist fröhlich geworden. Wisst ihr, das ist das Ungeheuerliche. Dann kommt die Freude Gottes über uns, die Freude der Vergebung. Kierkegaard sagt, das weiße Kleid, das wir unterm Kreuz Christi empfangen können, wenn wir wirklich echt kommen, ist die Existenz ohne Vergangenheit. Wir stehen einmal auf ohne Vergangenheit.
im weißen Kleid. Und das Geschrei der Verlorenen wird sein, ihr Berge fallet über uns, weil die mit unvergebener Schuld und Sünde auferstehen. Ist das nicht etwas Herrliches, dass wir unsere Vergangenheit loswerden können? Dass Gott deine Vergangenheit geworden ist? Dass er deine Lebensfrage durchlitten, durchstanden hat? Dass er auf dich wartet, ob du kommst? Auf die Frühlingswiese Gottes? Willst du wissen, wer Jesus ist? Zachäus hat es gewusst. Wir sehen die Wirkung. Er hat es gewusst, warum das Kreuz stand. Er hat es gewusst und die ungeheure Freude hat ihn gepackt, die allem Volk widerfahren wird. Wir haben in Aalen oder in Kreningen Nächte gehabt, mein Diakon Wopka ist hier, der kann das bezeugen, wo die Jugend ganze Nächte bis morgens durchsungen hat. Bis morgens haben sie noch gesungen, nicht? Als sie ihre Sünden los waren, als sie ihre Onanie und Wasser alles mitschleppten an diesen Dingen, als das der Geschmack weg war. Wenn man das nicht mehr braucht, wenn ich das höre auf dem Hof, Herr Pfarrer, der Geschmack ist weg, ist das nicht was Herrliches? Wenn ich meinen elenden Volkswagen abgebe und kriege Mercedes, nicht wahr? Das ist doch was Tolles, nicht wahr? Aber man traut Gott das nicht zu, dass er so großzügig ist, dass er alles auf die eine Karte setzt. Du musst ehrlich kommen. Du kannst Gott gar nicht groß genug sehen, den Herrn Jesus. Komm ehrlich. Du musst, wenn du wieder Schächer gemordet hast, echt kommst, nimmt Gott dich an. Aber dies Echte muss noch geschenkt sein. Es darf nicht Lüge sein. Und deshalb, Herr, mache mich wahr. Und dann, wenn du so kommst, hast du Verheißung. Und wenn du nicht durchkommst, rufe in Kredigen an bei mir. Dann kannst du kommen. Und ich lasse dich nicht eher aus dem Zimmer, bis du es sagen kannst mit Woltersdorf. Ich weiß es, ich weiß es. Ich werde es behalten. So wahr Gottes Hände das Reich noch verwalten. So wahr seine Sonne am Himmel dort brannt. So wahr hab ich Sünder Vergebung erlangt. Heute ist deinem Hause Heil widerfahren. Heute, jetzt ist der Augenblick. Jesus hat in Nazareth nur eine Predigt gehalten und die hieß, heute ist diese Schrift erfüllt, dies heute Gottes. Ist der Augenblick, wo du bei Namen gerufen wirst. Wie Zachäus, ich habe dich bei Namen gerufen. Und wo du erfahren sollst, das Größte, was man erfahren kann, auf der Frühlingswiese Gottes, dich verlieren und das Geschenkte nimmst und die Freiheit eines Christenmenschen erfährst, unter dem Kreuz, indem du dich dort beichtest, wo Gott auf dich wartet. Tue das und dann wird die Erfahrung des Zachäus deine eigene. Er wusste, wer Jesus war. Als er die Osterglocken heute läuten hörte, da wusste er, wer Jesus war. Er wusste es. Und er war froh darüber. Er hatte das größte Wissen. Er war alles an, die Rangordnung war umgespult. Und so, wenn du mich fragst, die Verlorenen haben in Sekundenschnelle erfahren, was die Schriftgelehrten und Pharisäer bis heute nicht erfahren, weithin. In Sekundenschnelle erfahren, etwa ein Nathanael, als du unter ihm, etwa die Samariterin, oder wie immer sie geheißen haben, in Sekundenschnelle erfahren, wer Jesus war. Sie haben gewusst, er ist der Sohn Gottes. Sie haben das größte Geheimnis der Zeit und Ewigkeit entdeckt. Sie haben alles darüber vergessen, wie Paulus vorm Schafott. Ich vergesse, was da hinten ist. Sie haben die große Freude gehabt, ganz gleichgültig, was kommt. Ob die Welt heute oder morgen untergeht, ist völlig gleichgültig. Was immer auch kommt, ob die Abgründe noch so tief sind. Die Brücke ist gebaut zur Vollendung. Der Auferstandene lebt, das ist alles. Osterglocken läuten im Untergang. Wir werden nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk verkündigen. Nicht? Und die Verlorenen haben das in Sekunden schnell erlebt, weil sie echt kamen. Und echt sich beichteten. Das ist die Voraussetzung. Dann wirst auch du wissen, wer Jesus ist. Komm so, mein Rat. Und so, wer ist Christus? Meine Antwort, ich habe kürzlich einen Studenten ins Stammbuch geschrieben und damit schließe ich, Christus ist für den Glauben erfüllte Wirklichkeit. Hier im Heute. Erfüllte Wirklichkeit ewigkeitlich im Schauen, in der Vollendung. Amen, wir stehen auf und beten. Herr, deine Liebe, deine Wunden, die mir ein ewiges Heil erfunden,
dein treues Herz, das für mich brach, möchte ich gern den Seelen preisen und auf dein Kreuz so lange weisen, bis es durch ihre Herzen geht. Deine Hände so aufzeigen, wie du vom Kreuz sie ausstreckst, bis ihr ihn. Kommt her zu mir alle, dann werdet ihr Ruhe finden. Ich schenke das heute und jetzt. Amen. Wir setzen uns. Du hast gesagt, ich bin. Is that